zusammen, willkommen in der Motorradmeisterei. Bei schönem Schneefall, den Tag nach Ostern. Perfekt. So, wir bauen heute ein bisschen was bei meiner Panigale R um. Lasst euch nicht von dem Korsellacksatz hier verwirren. Es ist eine Panigale V4R, nur mit dem anderen Lacksatz, dass jetzt hier nicht so ganz nackt steht und eigentlich ein Rennmotorrad. Und die Saison beginnt ja so langsam, auch wenn es draußen nicht so aussieht. Aber so ein bisschen möchte ich mich ja vorbereiten. Und deswegen bauen wir hier heute ein paar schicke Sachen an. Die hat mir der Marco geschickt aus Italien von Duca Bike. Ciao Marco, vielen Dank dafür. Wir gucken jetzt gleich in den Karton mal rein, was da Schönes drin ist. Den habe ich hier unten stehen. Vielmehr, ich gucke mal ein paar Sachen raus. Wie gesagt, Rennstreckenmotorrad. Die Umbauten, die wir heute machen, sind jetzt für ein Straßenmotorrad nicht ganz so unbedingt umsetzbar. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke, das interessiert mit Sicherheit trotzdem, was wir hier machen. Und deswegen fangen wir einfach mal an. So, als erstes werden wir den, kannst du sehen, ja, ne? Den rechten Umschalter ersetzen. Da sind ja original die großen Kunststofftaster dran, die jetzt für den Rennstreckenbetrieb nicht so unbedingt geeignet sind. Ne? Da muss es dann ab und zu mal ein bisschen schneller gehen und die Schalter müssen deutlich sein. Hier unten haben wir einen grauen Schalter für die Launch Control. Hier der blaue Taster ist für den Pit Limiter. Die Panigale V4R hat ja einen Pit Limiter serienmäßig, den man dann nutzen kann. Der im ersten Gang ist der verfügbar und kann dann, ich glaube, zwischen 30 und 60, 30 und 80 kann man den programmieren. Ich habe es nicht genau im Kopf. Und könnt ihr dementsprechend durch die Boxengasse fahren, ohne dass ihr da eine Strafe riskiert, wenn ihr zu schnell seid. Ne? So. An sich ist es eine Plug-and-Play-Geschichte. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Wir müssen uns das mal angucken. Hier ist noch ein Kärtchen mit der Pin-Belegung dabei und den Farben. Ja. Ich denke, es ist Plug-and-Play und ich hoffe nicht, dass wir hier jetzt gleich noch Minuten und Stunden lang messen müssen. Kriegen wir hin. So, Umschalter rechts. Wo rechts ist, ist auch links. Da ist das gleiche. Hier ist es ja so, da ist der Schalter ja relativ umfangreich. Da ist ein Hupenknopf dran, da ist ein Blinkerknopf dran, da ist eine Warnblinkanlage dran, da ist ein Fernlicht drin, da ist ein Tagverlicht dran. Brauchen wir alles nicht. Na, deswegen gibt es hier einen anderen. Da. Sieht so aus. Ist halt, das Ganze ist halt ein bisschen klarer gegliedert. Ihr habt hier TC Plus, TC Minus, also für die Traktionskontrolle, wenn ihr da dementsprechend dann zuschalten wollt. Hier unten für den Zeigefinger ist für den Laptimer im Prinzip der Knopf. Und das ist dann schon so gestaltet, dass man das im Eifer des Gefechts mit den Handschuhen auch mal schnell mit dem Druck einfach bedienen kann. Ne? Deswegen wechsle ich diese Schalter und befreie mich von den Kunststoffschaltern. Das ist unsere heutige Aufgabe. So, ich muss ein bisschen grinsen, wir filmen das Ganze schon zum zweiten Mal. Dem Christian ist gerade schon die Kamera runtergefallen, da musste er gar nicht so lachen. Aber es ist nicht drauf, weil sie die Kamera so erschrocken hat, dass sie gleich die Speicherkarte gelöscht hat. Ne? Okay, so viel dazu. Ihr seht, hier oben habe ich die Gabelbrücke schon abgenommen. Habe ich aus folgendem Grund gemacht. Ich möchte die obere Gabelbrücke austauschen. Das ist die originale. Das ist ein Gussteil, was dann dementsprechend nochmal überfräst worden ist. Ist sehr leicht, ist aber auch sehr, sehr dünn. Und ich habe bei meiner 959 damals schon eine Duca-Bike-Gabelbrücke gehabt, eine obere. Die ist dann aus dem Vollen gefräst, deutlich steifer, ist auch ein bisschen schwerer. An die 200 Gramm, glaube ich sogar, also eine ganze Ecke im Vergleich. Aber in dem Fall, durch die erhöhte Steifigkeit, ist es mir das schon wert, da so ein paar Gramm mehr Gewicht durch die Gegend zu fahren. Die habe ich ja auch in diesem wunderschönen Duca-Bike-Karton. Da ist sie. Da seht ihr, die ist halt aus dem Vollen gefräst. Und ist halt auch, ist auch wirklich sehr massiv. Ne? Genau. Die kommt da jetzt oben drauf. Ja, damit können wir ja schon mal anfangen. Und dann kümmern wir uns um die Schalter. Generell, wenn ihr so eine Gabelbrücke mal tauscht, passiert Folgendes. Generell steht das Motorrad ja logischerweise immer auf den Rädern, wenn ihr was dran macht. So, und die Gabelbrücke steht ja, die Gabelrohre stehen ja schräg in der Brücke. Durch das Rad, das wird immer nach vorne weg. Dadurch habt ihr immer so eine Belastung auf der Gabelbrücke. Die könnt ihr nicht so einfach runterziehen, auch wenn ihr die Schrauben losgemacht habt. Das ist noch relativ fest. Ne, dazu muss man im Prinzip Druck auf das Vorderrad
ausüben, dass man den Druck aus dem Gabelrohr rausnimmt und dann kann man die nach oben runterziehen. Das gleiche ist natürlich auch, wenn ihr die montieren wollt. Wenn ich die jetzt also drauf lege, dann passt die nicht. Das heißt, wir müssen das Motorrad gleich ein bisschen ziehen und dann geht es. Generell könnt ihr ja nochmal drauf schauen. Wenn das mal alles auseinander ist, sieht man sonst ja auch relativ schlecht. Hier sind die beiden Gabelrohrstummel, habe ich dran gelassen. Hier ist das Lenkkopflager drin. Das ist hier im Prinzip der Einsatz für das Lager. Den kann man bei den Rennmotoren dann auch, könnte man den auch verändern, um den Lenkkopfwinkel ein bisschen anzupassen. Und hier innen drin sitzt das Lenkkopflager. Hier ist die Dichtung. Es gibt ein oberes Lenkkopflager, es gibt ein unteres Lenkkopflager. Und das hat halt die Aufgabe, den Gabelschaft, der da drin steckt, zu führen und dann dementsprechend das Lenken zu ermöglichen. Muss sehr leichtgängig sein, darf keine Rattermarken haben. Und wenn man im Lenkkopflager so eine Rattermarke hat, das merkt man sofort. Nur das ist kein schönes Gefühl beim Fahren. Okay, ich versuche mal mein Glück mit der Gabelbrücke hier. Vielleicht sieht man ja jetzt auch, dass er nicht passt. Ja, da musst du mal schauen. Genau, so jetzt setze ich die hier an und da seht ihr, die kriege ich da ums Verrecken nicht drauf. Ne? Wenn ihr jetzt ein bisschen dran zieht, kann ich sie vielleicht ansetzen. Aber wenn ihr jetzt siehst, hier vorne, das ist alles schon knatsch. Ne? Also die Gabelrohre sind im Prinzip nach hinten weggefallen. Und dadurch will das alles irgendwie da nicht so drauf. Ne? So, was ich jetzt mache, ich ziehe jetzt an der Gabel und kann damit das ansetzen. So, jetzt habe ich es zumindest schon mal angesetzt gekriegt, ist aber noch nicht unten. Jetzt müsstest du mal, lieber Christian, hinten ein bisschen vors Rad drücken. Ja, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, ohne die Kamera jetzt runterzuschmeißen. Ja, und die Kopfhörer bitte aus der Kamera ziehen. Ja. Kannst du nicht sehen, außer meine Füße oder was du jetzt siehst. Ja, ich sehe quasi bis zu deinem Hals, deinen Kopf sehe ich nicht. Bis zu meinem Hals, oh Gott, dann muss ich noch runter. So. Ja, genau. Okay, jetzt drückt der Christian hinten ein bisschen vors Rad. Entlastet damit die Gabel und wir können jetzt hier vorsichtig, ja, ganz so doll brauchst du glaube ich gar nicht, so ein bisschen drücken nochmal, mach mal ein bisschen, so ein bisschen jackeln. So, genau, vom Prinzip sind wir jetzt schon, jetzt habe ich sie nur hier an einen Seite ein bisschen runtergedrückt. Ja, alles gut. Warte, kein Stress. Die kann schon nicht mehr weg. Die Kamera nehmen? Willst du die Kamera nehmen wieder? Oder? Kann ich. Ich weiß nicht, ob ich noch drücken soll hinten. Ach so. Ja. Wenn ich noch drücken soll, dann warte ich erst. Ja, ich hole mal einen kleinen Gummihammer. Dann nehme ich die Kamera mal wieder in die Hand. Zack, jetzt wird es ein bisschen wackelig. So, jetzt ist er schon. So, wir müssen das nachher vom Klang ein wenig runterregeln, weil das relativ laut ist mit dem Rumgeklopfe. Aber so ist es jetzt im Prinzip richtig, dass die Brücke unten satt auf dem Lenkkopflager aufliegt. Und dann kann man das ganz einfach klemmen. Da hast du aber noch einen Spalt. Ja, habe ich gerade gesehen. Aber es sieht schon sehr, sehr edel aus. Ja, auf jeden Fall. Und was meinst du, wie steif das ist? Oh, ich muss die Stummel noch ein bisschen lösen. Achso, was wir dazu sagen sollten, ist, dass wir nicht die ganze Zeit das Motorrad vor die Verkleidung gedrückt haben, sondern der gute Mann hat da unten einen Anschlag für den Reifen. Ja, genau. So, ich habe jetzt den Stummel ein bisschen geöffnet. Oh, der fällt auch gleich schön runter. Immer ein bisschen aufpassen, wo er hinfällt, ne? Wenn sich die Verkleidung gleich verkratzt. Mal, ob man das auf der Seite gut sieht. Alter Wachs hier. Ja, da haben sie Jungs aber im Werk gut gemeint. Also da hat von uns noch keiner reingedreht an der Schraube.
war definitiv ein bisschen mehr als das vorgeschriebene Drehmoment. So, jetzt habt ihr es gehört. Jetzt sitzt der im Prinzip unten richtig, richtig satt auf. Ne? So, jetzt gehe ich hierher, schraube die Klemmung locker mit der Hand vor. Und dann anschließend ziehe ich sie mit richtigem Drehmoment an. Das ist jetzt erstmal nur, dass sie nicht wegrutscht. Da muss man das gar nicht festmachen. Da kann man wirklich locker flockig ein bisschen nachziehen. Und alles ist gut. Gabelbrücke. Mit der Gabelbrücke ist es so, dass die unten zwei Nasen hat. Die Nasen fixieren den Gabelstummel so ein bisschen. Als ja, ganz einfach als Verdrehschutz. Ne? Nach unten gefallen, sehr gut. Doof ist immer, wenn die irgendwo hängen bleibt. Okay, perfekt. So, Gabelbrücke ist drauf. Wie gesagt, mit Drehmoment ziehen wir sie nachher nochmal. Aber das ist schon schicki so. Ne? Lenkerarmaturen. Ich stehe jetzt gerade auf der linken Seite, fange ich mit der linken Seite an. Druckluft fürs Griffgummi. Die Scheibe. Hier ist es einfach so, dass hier nur ein Stecker drin sitzt. Zapp. Und wenn ihr jetzt den Schalter runternehmen müsst, da benötigt ihr ein Spezialwerkzeug mit der Nummer 887134967. Wenn ihr das nicht habt, kriegt ihr den Schalter nicht runter. Das ist jetzt hier der Clip, der da drin sitzt, dieser Clips, der fixiert das Ganze. Und ihr braucht im Prinzip das Werkzeug, um den da rauszuholen. So, hier ist der schöne Schalter. Kunststoff, und der lässt sich eben nicht öffnen an diesen beiden Schrauben da unten. Schöner Lenkerschalter. Wunderbar. Ich hatte mir schon irgendwo einen Imbus in die Tasche gesteckt. Nee, doch nicht. So. So, ich drehe ihn jetzt auch nur ganz locker vor. Das Griffgummi muss ja noch dran.
Da ist es auch so, ich lasse das hier alles ganz trocken, so wie es ist, und das Gummi auch. Schieb das da nur drauf, soweit es geht. Geht sogar komplett. Und das letzte Reststück, was mir noch fehlt, mache ich mit Druckluft. Perfekt. So, jetzt muss man natürlich mal schauen, wie das am besten passt. Ein Sitz wäre jetzt nicht schlecht für den Ofen, ne? Aber da habe ich schon mal einen anderen Höcker drauf. Ja? Das ist 1290 Sitz. Das passt gar nicht. Ach, Manno. Muss ich mich da ohne Sitz draufsetzen heute mal? Der ist von der Diabel. Alles gut. Okay. Das geht natürlich auch. Da muss ich noch die Füße nach vorne machen. So, okay. So, wir sitzen jetzt ja ein bisschen höher auf dem Motorrad. So, dann hast du hier die Armatur. Und man sollte halt schon schauen, dass es so ist, dass du den Griff noch vernünftig anfassen kannst, dass sie dann halt ein bisschen weiter nach innen gedreht ist, dass du hier gut auf die Knöpfe drauf kommst. Ne? Sollte es auch so sein, dass du deine Kupplungsarbeit nicht behindert und dass du auch hier mit dem Daumen da nicht anstößt. Ne? Das ist jetzt ein bisschen enge noch. So. Ja, so ist das. So ist das, glaube ich, gut. Da kommst du gut dran. Da bleibe ich unten noch so ein bisschen hängen. Sicherlich muss man das noch mit Handschuhen dann ausprobieren. So ist gut. Schön, ne? So, jetzt ziehe ich das auch handwarm alles an. Und dann stecken wir die Kabel mal zusammen. Ja? Okay, so, hier ist jetzt das Kabelchen. Müssen wir mal gucken, das ist hier schon so gemacht, dass das ziemlich lang ist. Am Werk mit dem Stecker. Dann werde ich jetzt, den werde ich hier wegholen. Ich öffne jetzt hier mal die Knöpfe mit den Gummis. Und den werde ich mir hier oben in den Bereich von dem Batteriekasten ziehen. Ne? So, und hier werde ich den irgendwo platzieren. Weil der ist wirklich lang genug. Und gibt das auch her. Passt da leider nur nicht so einfach durch, weil er so dick ist. Nö. Jetzt hast du den Kupplungshebel gelöst. Mhm, genau, Kupplungshebel habe ich jetzt losgemacht, damit ich hier mit dem dicken Knoten hier dran vorbeikomme. Ne? So. Darauf achten, dass das alles schön entspannt liegt und nicht stört. Hier oben muss
muss mal gucken mit dem Einschlag. Ah, ist schon relativ eng. Da muss ich mal gucken. Kann ich euch noch gar nicht sagen, ob ich das Final da so oben lasse oder ob ich es doch vielleicht hier unten irgendwo auf dem Gabelholm verzogen mit dem Kabelbinder. Gefällt mir fast besser, wenn man sich das so anguckt. Ist vielleicht auch ganz schön, wenn man das hier unten irgendwie anbringt. Fixiere nochmal kurz die Kupplungsarmatur. Da ist ein Stift vorne noch drin, den habe ich auch noch drin, ganz vorne. Der ist dann eben dazu da, die Armatur auf dem Lenker zu fixieren. Den könnt ihr auch rausziehen, wenn ihr das selber irgendwie für eure Ergonomie anders einstellen wollt. Aber ich finde die Originalposition eigentlich ganz gut und komme da auch ganz gut mit klar. Von daher lasse ich das mal dran. So, Gabelbrücke sitzt. Ihr könnt da schon mal rüberschauen, da habt ihr ja gerade gesehen, da haben wir schon die andere Einheit draufgesteckt. Für TC Plus, ne, dementsprechend. Und für den Laptimer auf der Rückseite, das probieren wir dann nachher noch aus. Wir müssen den hier noch zusammenstecken und dann müssen wir das mal prüfen. Aber ich möchte jetzt erstmal hier an der anderen Seite weitermachen und den Schalter für die Launch Control und für den Anlasser montieren. So. Supi. Was ich noch überlege, ob ich den Apparat hier den Apparat hier auf dem Drive von dem Drive by Wire auf einen Gasgriff mit Poti umstelle, hat dann den Vorteil, dass er tatsächlich wesentlich kürzer ist, ne? Und auch ziemlich spielfrei. So, jetzt muss ich hier die ganzen Kabelstrapse mal aufmachen und mir ein bisschen Kabel holen für meinen Griff hier, dass ich den hier runtergezogen kriege. So, da sind noch ungefähr 3 Meter in der Verkleidung gewesen. Seht ihr hier, super. Das Loch in dem Stummel ist dafür da, um die Einheit so zu halten, wie sie werksmäßig verbaut ist. Das ist jetzt für den Gasgriff, ne? Ach, dafür. Okay. Ja, da hast du hier einen Griff, hast du hier, da ist das andere Stück, ne? Okay. Dass du den dann nicht munter im Kreis drehst, ne? Und ich wundere, warum es nicht vorangeht. Na, also wenn du auf der Sonntagsausfahrt mal einen vor dir hast, der dir die Kurve zupackt, vielleicht hat der den Pin aus seinem Gasgriff rausgenommen. Und der dreht den Gasgriff auf dem Lenker und nicht die Drosselklappe auf. Das kann natürlich sein. Ne? Erklärt dann einiges. So, original Schrauben wieder hier rein. Zap, zap. Das heißt, die Einheit wird statt der Klemmbrücke am Bremshebel verwendet. Genau, damit machst du jetzt. Damit klemmst du jetzt einfach
Damit klemmst du einfach die Pumpe fest. Ne? So, zack, der Gasgriff wieder drauf. Hat jetzt im Prinzip kannst du ihn jetzt nicht so hoch ausstellen wie den auf der anderen Seite, ne? Weil der hier jetzt an der Pumpe mit fixiert ist und die Pumpe ja auch festsitzt. Ist aber in dem Fall nicht ganz so schlimm, weil du hast halt tatsächlich nur die Launch Control, die brauchst du nur einmal beim Start, Anlaufen auch nur einmal. Das Einzige, wo du drauf fassen musst, ist der Pit Limiter, aber da kommst du ja perfekt dran. Ne? Ja gut, aber den musst du ja sowieso noch einen Tucken runterkippen, alleine wegen dem Behälter. Weil der hier drüber streift, meinst du? Ja. Du, da wirst du lachen. Das ist bei den Dingern tatsächlich normal, ne? Okay. Dass der Halter da so ein bisschen, wisst ihr, hier haben wir jetzt auch den Stecker schon, dass der Halter so ein bisschen da oben die Verkleidung streift. Der ist auch hier, den kannst du auch einfach ein bisschen runterdrücken. Also ach, okay. Wenn dich das stört, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich hatte es gerade nur gesehen. Naja. Ja, die Verkleidung ist halt relativ knapp geschnitten, ne? So. Jetzt muss ich einmal gucken, dass ich den hier richtig rum reinstecke. Gut, 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 gut. Da ist der Haken. So. Okay. Genau. So, jetzt haben wir oben den Killschalter. Den Anlasserknopf probieren wir jetzt nicht aus. Ist nämlich kein Auspuffkopf dran. Dann fallen hier gleich die Wände auseinander. So, hier haben wir den Pit Limiter. Genau, Pit Limiter ready. Jetzt zeigt er das auch oben an. Beziehungsweise wird dann auch eingesetzt. Wie kannst du den einstellen? Dann über die Programmierung? Ja, machst du über die Programmierung. Ne? Okay. Du kannst die Power Launch, hast hier die Launch Control. Da kannst du dann dementsprechend über die anderen Taste, die jetzt noch nicht angeschlossen ist, deswegen ist auch die Warmblinkanlage an, kannst du die Launch-Control aktivieren. Sehr schön, der funktioniert schon mal. Perfekt. So, mache ich hier mal wieder aus. Hier die Kabel noch ein bisschen schön verlegen. Das war ich nicht. Ich will es dann. 13 Minuten vor 8. Die Zeit, die fliegt, Freunde. Alter Rennfahrer-Klingelton, ne? So. Perfekto. So, Kabel wieder zusammen, alles vernünftig verlegt, das hier oben handwarm angezogen, Gasgriff ist fest. Perfekto. So, jetzt gucken wir noch einmal, was mit der anderen Seite los ist. Beide Armaturen sind montiert, jetzt gucken wir uns das nochmal kurz an. So, komm mal her hier. Geil, Dashboard kannst du sehen, ne? Super, perfekt.
So, jetzt habt ihr ja dementsprechend, habe ich die Möglichkeit, über meine Verstellknöpfe hier dementsprechend untenrum den Modus der TC und Wheelie Control auszuwählen und dann dementsprechend einmal hinten mit dem Select-Knopf, den ich hinten auf dem Schalter habe, schalte mal kurz zum Schalter rüber. Hier hinten auf dem Schalter ist der Select-Knopf. Damit wähle ich dann einmal kurz an. So, jetzt müsstest du mal wieder auf den Dings gehen. Jetzt habe ich die Wheelie Control und kann hier ganz einfach über meine TC Plus, TC Minus Taste, kann ich nach oben hochschalten oder über Minus wieder nach unten. Also heißt jetzt TC, funktioniert aber auch bei der Wheelie Control. Ne? So, Wheelie Control können wir richtig schön, können wir auf 2 fahren, das ist immer schick. Wenn ich das dann haben will, einmal mit dem schwarzen bestätigen, zack. Ne? Und andersrum wieder, wenn es wieder nach oben gehen soll, einmal nach oben auf die Traktionskontrolle, einmal hier über den aktivieren und dann dementsprechend, jetzt bin ich schon auf 1 ganz unten, wenn ich nach oben will, die 2, 3 oder halt wieder runter auf 2 aussuchen, schwarz bestätigen und schon ist das drin. Ja, ist cool, auf jeden Fall, super gut zu bedienen. Und ja, ich denke, es wird den Alltag auf den Rennstrecken doch ein bisschen einfacher machen. Sehr schön. Okay, perfekt. Ich hoffe, Zündung aus. Ich hoffe, mein kleines Werkstattvideo hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ja, schreibt es in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, Daumen nach oben und ja, bis bald. Ne? Ciao.